Yo Leute, was geht ab? Und willkommen! Und zwar reagieren wir heute auf Sascha. Checkt erstmal JT Fan Me ab, das ist unser Hauptkanal, da kam ein neuer Vlog online. Yes, macht euch auch gefasst auf coole Ramadan-Vlogs. Mhm. Und heute geht es um eine bestimmte Influencerin, Leute, die sich echt außergewöhnlich ernährt. Ja, und das Mann. Ganze Internet ist fasziniert, aber auch besorgt, wie sie mit dem Ganzen da überlebt. Ich weiß dir. Oder wie Aldi, Lidl oder was auch immer in der Nähe von ihr überleben. Weil die kauft die Bananen da leer, du die weißt nicht. Wirklich Großhändler kaufen nicht so viel ein wie sie. Wir gehen direkt rein, let's go. Ja. Nee, nein, alles gut. Nee, alles gut, wir können ruhig noch reden. Ich bin ja ganz gut in der Zeit, ist ja auch erst Samstag, ne? Wie? Heute ist nicht Samstag? Was ist denn heute für ein Tag? Ja! Es ist Sonntag, 18 Uhr, mit nichts geringerem als eurem Sascha. Kommen wir doch zum heutigen Thema. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Instagram-Algorithmus besteht aus Hunden. Der mittlerweile dritten Sperrung meines Instagram-Kontos in 3 Monaten, ohne dass ich irgendwas poste. Hashtag Free Slim Ladies. Hä? Noch mehr Hunden? Das geht? Ich dachte, das warum geht nur bei TikTok. Zum dritten Mal geblockt? Also deaktiviert? Keine Ahnung. Alter. Ich glaube, die schießt gegen sehr viele Instagrammer und die sagen dann, meldet, sagt. Ey Leute, wisst ihr, was bei uns aufgefallen ist? Bei Horner und bei mir, Leute schreiben uns, wieso musste ich dir wieder folgen? Hast du mich entfernt? Wir entfernen keine Zuschauer. Ja, warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn, als ob wir so sagen, oh, du gehst mir voll auf die Nerven. So, nein, um Gottes Willen. Und die sagen, hä, ich sehe eure Stories nicht mehr. Ich dachte erstmal, ihr seid voll inaktiv geworden. Ich gehe drauf, ich folge euch nicht mehr. Also wenn ihr auf Instagram, Leute, auf unser Profil geht und ihr folgt uns nicht mehr, dann... Checkt es jetzt ab. Folgt einfach mal. Folgt doch einfach mal. Oder ihr denkt euch, danke Instagram, das muss ich nicht mehr machen. Und... dieser Dame hier. Zuerst habe ich wieder ein paar Bananen die! In die Pizza reingemacht. Digga, ich habe letztens, guck mal, die ist immer wieder auf meiner For You-Page. Ich bin letztens ganz Profil durchgegangen. Ich kenne alle ihre Gerichte. Ob Puddingsuppe, dazu kommen wir gleich, gell? Oder Bananenshake, Bananeneis. Guck mal, sie ist ja Veganerin und sie ernährt sich dementsprechend auch vegan. So wie sie sich ernährt, das ist, glaube ich, irgendwie so nichts Neues. Aber Bro, mein Problem ist wirklich, dass sie zu viele Bananen isst. Sie isst so jeder Mahlzeit 500 Bananen. Das ist so viel Zucker. Erstens das und zweitens, es sind so viele Bananen. Und Bananen stopfen ja auch. Bananen stopfen ja richtig. Wie kannst du so viele Bananen essen? Bro, ich habe wirklich Angst wegen dem Zucker, gell? Ja, aber guck mal, so 1-2 Bananen pro Shake oder pro Eis, tamam. Ich glaube, die macht 12 Bananen in so einen Shake rein, gell? Die isst am Tag 100 Bananen, ohne Scheiß. Bruder, alle Affen auf der Welt sagen, krank. Ich nur Bananen und du hast Bananen gefunden. 6 Stück, dazu gab es dann noch grünes Pulver und Wasser, habe das einfach wieder püriert. Als Snack habe ich dann eine Banane gegessen und danach habe ich mir einen Obstteller gemacht. An dem Tag ging es bei mir natürlich wieder los mit Bananen. Ich habe erstmal 3 einfach so gegessen und dann habe ich mir wieder angefangen, einen Smoothie zu machen. Dafür habe ich hier einfach ein paar Bananen in den Mixer reingemacht. Die wird liebevoll die Bananenfrau genannt. Und anscheinend crazy. Bin ich auch nicht die Einzige, die sie in den Instagram-Feed gespült bekommt. Denn es gibt diverse Videos, auch Reaktionsvideos und Kommentare von Personen, die sich ernsthaft sorgen um die Gesundheit dieser... Ernährungsexperten, Honna, stitchen das richtig oft und erklären dann, warum das gar nicht gut ist, das dass ist sie auch so nicht Videos gut. macht, weil die soll auch niemanden damit inspirieren, so viele Bananen zu essen. Das ist stopft und das ist so viel Fructose, Leute, so viel Zucker, das geht gar nicht. Ihr Gesicht wird auch von Video zu Video immer runder. So viel, das ist zu viel Zucker. Der Zucker, der da drin ist, sicherlich nicht gut. Aber du hast gerade gesagt, die sollen andere dazu inspirieren. Und Leute, ich schwöre, sie hatte mich einmal ganz kurz. Sie macht dieses Eis, dieses Bananeneis, in dem diese Bananen so richtig fluffig geschlagen werden, weißt du? Und manchmal macht die dann noch so Kakaopulver rein, dann ist es halt dunkel, dann schmeckt es wie Schokoladeneis. Und ich will das einmal probieren in meinem Leben. Das können wir echt mal nachmachen. Ich will das einmal schaffen, Digga. Das sieht so geil aus. Gefrorene Bananen. Boom, boom, boom. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um die Gesundheit von Johanna, der Bananenfrau. Denn Johanna, auch bekannt unter dem Profilnamen Vegan, weil es gut tut, schockt die Menschen mit ihrer... Ich werde immer Johanna genannt. Leute, immer wenn die nicht wissen, wie ich heiße, also so in der Schule oder so, Lehrer, weißt du, dann Johanna, darauf kommt keiner. Die sagen immer, Johanna, ich so... Jehona. Ich reagiere nicht, Bruder. Das ist nicht mein oder, Name. Ey, musst aber auch zugeben. Jehova wird auch Jehova so immer. Jehova sowieso. Zeuge Jehova sind alle immer so. Ich so Bruder, den habe ich ja noch nie gehört. Wie sie es nennt, Essensreise auf Instagram. Danach habe ich dann was Neues ausprobiert und dann habe ich hier erstmal so 2 Bananen genommen und habe die dann so, ja, platt gedrückt. Und habe dann noch 1, 2, 3, 4, oh mein Gott. 5, 6 Bananen dazu gemacht. So viele 7. Bananen haben wir eigentlich zu Hause. Dann noch grünes Pulver dazu und was? Jetzt 7 Bananen. Guck, die macht nur Wasser hinzu, noch irgend so ein Pulver, damit es Hauptsache nicht nach Bananen aussieht. Ne? Aber es sind nur Bananen. Es sind nur Bananen. Bro. Dann hat mir einen Smoothie gemacht. Und ja, den habe ich mir dann schmecken lassen. Der war wieder super man lecker. Man denkt Brokkoli, warum nein, sich Banane. So viele Menschen darüber? Weißt du, was ich mir denke? Ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag essen könnte.
Ja, ich krieg so schnell einen Upturn. Weil ich glaube, das Einzige, was ich wirklich immer essen kann, ist Brot zum Beispiel. Aber auch irgendwann mal will man so eine Abwechslung. Und sie, ich weiß, die Konsistenz ist immer anders. Mal ist ein Smoothie, mal ein Eis, mal eine Suppe, keine Ahnung. Aber sonst ist es ja immer, und Banane ist so ein intensiver Geschmack. Weil kennt ihr das, wenn ihr damals so Smoothies gemacht habt und ihr tut Erdbeere, Früchte, keine Ahnung, Kirschen, Blaubeeren, Heidelbeeren und Bananen rein. Am Ende schmeckt nur noch Banane. Immer. Weil Banane ist so intensiv, weißt du? Deswegen frage ich mich, wie kann sie das jeden Tag essen? Weil das ist so intensiv. Du schmeckst das immer raus. Nicht mal Nutella, und ich liebe Nutella, könnte ich jeden Tag so viel essen. Nee, Bruder, irgendwann muss auf Stopp. Aufregend, wie gefährlich ihr Lebensstil wirklich ist. Und das, was sie macht, ist halt auch alles andere als gesund, nur weil es vermeintlich gesund aussieht und gesunde Lebensmittel konsumiert werden. Und was Johanna vor allem selbst dazu sagt: Kriegt man nicht Verstopfung, wenn man viele Bananen isst? Die Antwort von jemand anderem darauf ist: Nee, Durchfall. Wollte ich nicht mehr beantworten, hat schon jemand gemacht. Das alles erfahrt ihr heute live am Sonntag. Ich wusste, das stopft. Das würde mich jetzt echt interessieren, Digga. Jetzt will ich aber Lass mal ein Experiment machen. Wann kommt die Verstopfung? Nach 19 Mal. Um 18 Uhr mit eurem Girl Sascha. Schwieriges Thema. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich dazu was mache und vor allem, wie ich es mache. Denn theoretisch ist es nicht mein Bier, die Ernährungsweise von anderen Personen im Internet anzusprechen. Das sehen auch einige andere so und verstehen nicht, warum man auf Johanna rumhackt, nur weil sie eben ein paar Essens-Reels postet. Denn am Ende ist das immer noch ihre persönliche Essensreise, die sie teilt. Doch was die Sache so interessant macht, ist, dass sie selbst angibt, eine zertifizierte Ernährungsberaterin zu sein. Was sich ein wenig beißt, ja, oder auch viel beißt, mit den Reels und ihrer Lebensweise, die sie in den Reels vermittelt. Weshalb auch so viele Menschen, die ebenfalls in dem Bereich Ernährung tätig sind, sie kommentieren und Menschen darauf hinweisen, dass man das bitte, bitte nicht nachmachen soll. Deshalb ist es natürlich wichtig zu differenzieren, hey, das ist hier kein Bashing, das ist hier kein, warum isst du so viel, warum isst du das und bla bla bla, sondern es geht hier... Ja gut, wir sind auch nicht auf dem Kyla Shacks Kanal, deswegen habe ich das jetzt nicht erwartet. Nein, Spaß. War da Spaß. Hat sich gerade nur gepasst. Meine Sicht, wie gefährlich denn dieser Lebensstil wirklich ist. Aber woher hat sie die ganzen Bananen? Ich meine, wenn ich bei uns zum Aldi gehe, wenn ich 3 Stück finde, die nicht komplett vergammelt sind oder eine komplett grün, die andere komplett greift. Aber ich glaube, die Bio-Bananen. Ja, die sehen alle gut aus. Okay. Was er vor allem an die Menschen vermittelt, die sie abonniert haben. Aber zu Anfang, wer ist denn Johanna? Warum gibt es einige Berichte über die Bananen-Lady? Und was ist ihre Intention hinter diesen Videos? Sie selbst hat einige Infos auf ihrem Kanal veröffentlicht. Beispielsweise, dass sie auf und ab mit ihrem Gewicht hatte und von Diät zu Diät gestolpert ist. Seit nunmehr 2 Jahren halte sie ihr Gewicht und hört dabei auf ihren Körper, weshalb sie sich vegan ernährt und Carb Positive. Das kann man deutlich an ihren Videos ablesen. Aber Leute, das kann ich euch sagen, ohne Ernährungsexpertin zu sein oder Fitnessexperte. Mhm. Ich meine, guckt mich mal an. Wie oft sieht das Gym mich? Einmal wie ihr Weihnachten im Jahr. Nicht mehr, nicht weniger. Das, was sie gerade erwähnt hat mit, sie hat jahrelang mal so ein Gewicht, hier ein Gewicht, da ein Gewicht und so, das ist, weil sie die ganze Zeit versucht hat, runterzugehen wahrscheinlich. Ja. Also mit den Kilos und so. Dann hat sie alles Mögliche ausprobiert. Das geht gar nicht. Ja, also alles, was sie im Internet... Sie macht es darf ich kurz aussprechen? Okay, sorry. Darf ich ganz kurz ja, damit man es versteht. Sorry, ich krieg direkt eins. Warte, damit man es versteht. Ja. Natürlich hat sie versucht, runterzugehen, aber es ist, die Frage ist, wie. Wenn Leute sich nur auf eine Sache fokussieren, zum Beispiel, ich werde jetzt nur noch Reis essen, ich esse jetzt nur noch Äpfel, nur noch Bananen, dann nimmst du irgendwann mal ab, Bruder, weil dein Körper einfach hungert, gell? Aber ob das so gesund ist, erstens, ist so eine Frage und zweitens, was für einen Effekt das hat, weil der Jojo-Effekt ist dann natürlich dabei und wenn du dann wieder anfängst zu essen, denkt dein Körper sich, geil, die ist jetzt wieder normal und nicht nur Bananen, diese Sachen bunkern wir jetzt, weil wir wissen nicht, wann wir wieder so lange nichts essen werden oder nur Bananen essen werden. Also bunkern die das alles und dann wirst du noch dicker. Das ist dieser Jojo-Effekt. Und deswegen hat sie zu viel Auf und Abs, weißt du? Ja, eben. Ich will halt nur sagen, glaub nicht diesen ganzen Leuten da im Internet, die sagen, iss nur noch das, dann nimmst du ab oder mach das hier oder mach diese Crash-Diät oder mach diese Diät und sowas, weil du bringst deinen Stoffwechsel komplett aus der Waage, weil du überforderst es. Du machst mal so, mal so, mal so. Ja, am besten ist es, wenn ihr wirklich so abnehmen wollt oder einfach so eure Figur beibehalten wollt, indem euch ausgewogen ernährt. Dazu gehört auch mal was Süßes, mal was Fettiges. Das ist ganz normal. Ihr braucht eine Ernährungsweise, Balance. Genau, die ihr ein Leben lang halten könnte. Mhm. Du kannst nicht einfach jeden Tag Bananen essen für die restlichen 80 Jahre deines Lebens. Ja, genau. Zweitens, Sport. Ohne Sport geht gar nichts. Das ist wirklich so. Ja. Immer wenn Leute sagen, du willst abnehmen und keinen Sport dabei treiben, denke ich mir so, Bruder,
jetzt mal auf Ernst, Leute, jeder weiß, Sport gehört dazu, Ernährung gehört dazu. Mhm. Wenn man das wirklich durchzieht, dann kann es jeder schaffen. Und wir gehen jetzt davon aus, wenn man einen gesunden Körper hat, ohne jetzt irgendwelche Krankheiten, die das so behindern könnten oder so, ja? Ja. Mit einem gesunden Körper einfach auf Ernährung achten und Sport treiben, dann schafft man es. Dann und kommt sie selbst das. Schreibt das auch in ihre Beschreibung. Was eine Carb-Positive-Ernährung ist, erklärt euch kurz und knapp Anastasia. Sie kennt ihr schon von einigen Videos von mir. Sie ist promovierte Biologin und klärt auch auf ihrem Kanal ein bisschen rational über Ernährungsmythen auf und das mit einer wissenschaftlichen Basis, weshalb ich sie besonders bei solchen Thematiken gern um Rat frage. Ich meine, damit wird diese High-Carb-Low-Fat-Ernährungsform gemeint, wo man halt etwa 80% der Energie aus Kohlenhydraten zuführt. Der Rest entfällt dann auf Fette und Proteine. Also halt sehr viele Kohlenhydrate, sehr wenig Fett und mäßig bis wenig Protein. An dem Tag ging es bei mir natürlich wieder mit einem Smoothie los und da habe ich erstmal ein paar Bananen hier in den Mixer reingemacht und dann habe ich diesmal noch gefrorene Äpfel dazu gemacht, ein bisschen Vanille und dann noch ein bisschen Zucker, weil die Bananen noch nicht reif waren. Dann habe ich da noch Wasser dazu gemacht, habe das wieder püriert und das ist mega, mega lecker geworden. Zum Mittag war ich dann unterwegs und wir haben Pizza gegessen und abends habe ich mir dann noch Reis gekocht und dazu gab es dann wieder Blattsalatmix. Ich mag diese Kombination total gerne. Dann noch ein bisschen Würze und Sweet Chili Soße drauf und es war mega lecker. Yummy! Es gibt diverse Ernährungsweisen, vor allem im Internet. Beispielsweise Low Carb, High Carb, nur rohe Sachen, viel rohes Fleisch. And this is what Liver King is having for dinner. Ja, das Ding ist halt, mir ist es völlig egal, was andere essen, weil wir sind alle selbst für uns, also für uns selbst verantwortlich. Ja. Ihre Videos werden mir sehr, sehr oft vorgeschlagen. Wenn sie zum Beispiel zum Mittag nur Reis isst mit so ein paar Blättern, ein Vogel, der sie isst, wird nicht mal satt davon. Nur halt so Reis oder morgens halt 6 Bananen, Bro, mit Wasser nur. Ja, das Ding ist, jeden Tag, das ist die ganze Mahlzeit. Viele Leute, die übergewichtig sind, ja, und auch abnehmen wollen, die sehen das ja und sehen, oha, die war mal viel dicker und jetzt ist sie viel dünner geworden, was isst sie denn? Und wenn die das sehen und sich dann daran orientieren, da kann das Problem stecken. Weil im Endeffekt, was sie isst, das geht mich gar nichts an, wenn sie es teilt, schön für sie. Aber ich sitze jetzt nicht zu Hause und denke mir, hat Johanna jetzt 6 oder 8 Bananen gegessen? Weißt du, so krass interessiert es mich nicht. Aber es wird schwierig, wenn es Leute inspiriert, die in einer schwierigen Lage sind, sich an ihr inspirieren und dann denken, oh, wenn ich Reis esse mit bisschen Sriracha-Soße, dann nehme ich ab. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, genau. Got a beef sashimi platter right here. All different cuts of beef. Das tut ihr mit Bueno. Die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., gibt eine Empfehlung für eine ausgewogene Ernährung raus. Also es gibt natürlich Unterschiede, ja, hier in der Fachgesellschaft, aber ungefähr 50% der Energie entfällt normalerweise auf Kohlenhydrate, etwa 30-35% auf Fette und so 15-10, also 10 ist das Minimum für Proteine. Also manche sagen, man sollte ein bisschen mehr Proteine konsumieren, ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Also es gibt halt so Unterschiede, aber ungefähr ist die Verteilung. Diese sind grobe Richtwerte und nicht in Stein gemeißelt, weswegen man es auch eine Empfehlung nennt. Ebenfalls sollte man das Ganze individuell austesten, ob man vielleicht mehr Kohlenhydrate oder weniger benötigt oder mehr Proteine oder weniger benötigt. Jedoch sind die Empfehlungen in der Regel meistens sehr ähnlich. Gesunde Fette kriegt ihr beispielsweise aus Ölen, aus Nüssen. Gerne soll man auch Proteine zu sich nehmen, ob tierisch oder eben aus Sojaprodukten. Und bei Kohlenhydraten soll man darauf achten, dass diese im besten Fall Vollkorn sind, weil der Körper länger braucht, um diese zu zersetzen und man länger satt bleibt. Auch Süßigkeiten und Co. sind erlaubt, sollten aber nicht zur Routine werden und beispielsweise nach jedem Mittagessen zu sich genommen werden. Ne? Stichwort immer, wie heißt denn das? Die Masse. Weißt du, wie es bei mir ist? Erzähl. Jedes Mal, wenn ich irgendwie frühstücke, Mittagesse oder sowas oder Abendesse, danach habe ich immer direkt das Verlangen, irgendwas Süßes zu essen. Aber ich habe das Gefühl, das ist wie jetzt auch bei anderen Drogen, also eine Gewohnheit. Wie wenn Leute sagen, ich habe jetzt gegessen, ich gehe jetzt eine rauchen. Das, ja. Brauchst du das gerade unbedingt? Weiß man nicht, vielleicht ist es auch eine Sucht, aber meistens ist es eine Gewohnheit, weil du es dir so angewöhnt hast. Ich habe so ein Verlangen. Und bei dir, ja, aber bei dir ist es, glaube ich, wirklich auch ein bisschen so eine Gewohnheit. Du immer nach dem Essen holst du irgendwas Süßes. Ich direkt mag Süßes einfach. Ich weiß, ich mag auch Süßes. Was denkt ihr, warum ich so süß bin? Es kommt nicht von Luft und Liebe, oder was? Das Sprichwort. Es geht direkt ins Blut. Die Masse macht das Gift.
Ja, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Einseitige Ernährung hingegen sind eher ungern gesehen. Und das müsste auch die Johanna wissen, denn sie selbst gibt an, eine zertifizierte Ernährungsberaterin zu sein. Samt ID und der Webseite, wo sie ihr Fernstudium abgeschlossen hat. Und diese Bezeichnung klingt natürlich super. Doch was genau steckt eigentlich dahinter? Und darf sich eigentlich jeder so nennen? Also im Prinzip kann sich wirklich jeder Ernährungsberater nennen, weil das kein geschützter Begriff ist. Genauso wie jeder sich theoretisch Wissenschaftler nennen kann. Und deswegen ist es so ein bisschen... Ehrlich? Ganz schön Wissenschaftler! Geht, hast du schon Wissenschaft gemacht? Erstmal gleich Insta-Bio ändern, Bruder. Ausbildung, also man kann halt an einem Wochenende so eine Fortbildung machen und dann ein Zertifikat bekommen. Oder es gibt diese ganzen Fernschulen, wo man ein richtiges Fernstudium machen kann, was ein bisschen länger dauert, meistens so ein Jahr. Und das kann aber im Prinzip jeder machen. Auch wenn du vorher nichts mit Ernährung zu tun hattest, also zum Beispiel nicht YouTuber. Ernährungswissenschaften oder irgendwas studiert hast, dann kannst du trotzdem an so einem Studiengang teilnehmen. Das ist nicht so wie ein richtiges Studium zum Beispiel, dass man da bestimmte Voraussetzungen mitbringen muss. Es gibt da eine Ausnahme, dieser Ernährungsberater-Studiengang der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sie machen so einen Zertifizierungskurs nur für Ernährungsfachkräfte. Also das heißt, das können wirklich nur Leute machen, die vorher Ökotrophologie oder Ernährungswissenschaften studiert haben. Und dann kann man das quasi so on top machen. Und dann bekommt man ein Zertifikat, in dem steht, dass man von der DGE zertifiziert wurde. Und im Prinzip... Das sind alles nur Hater, vertrau mir. Die hat studiert, das so knackige 4 Jahre lang und jetzt ist sie zertifizierte... Wer die weiß auch, was sie macht. Ja, safe, Bruder, so viele Bananen, wie diese schreiben, die weiß ballert, du, was, da, ja. Die hat Ahnung. Ja. Es ist halt, ja, eigentlich auch nur ein Zertifikat, aber... Da weiß man schon, okay, diese Person hat vorher richtig was mit der Ernährung studiert und das ist halt dann schon ein Unterschied. Zwar sagt Johanna selbst, dass sie dieses Fernstudium für sich gemacht hat, schreibt das aber in die Beschreibung, was ihre Ernährungsweise in meinen Augen ein bisschen professioneller dastehen lässt, weil sie diese Basis hat. Ja. Ihr könnt dieses Fernstudium ebenfalls auf der Academy-Seite machen. Hier gibt es das Normalpaket oder auch das Premium-Paket. Und wenn ihr innerhalb dieses Zeitraums bucht, könnt ihr sogar 30% sparen. Was denn? In eurem herkömmlichen Studium gibt es kein Premium-Paket? Naja, wenn ich so drüber nachdenke, in meinem auch nicht. Naja. Ich habe übrigens Academy angefragt, was sie denn zu der Person Johanna, aka vegan, weil es gut tut, sagen. Man sagte, dass man aufgrund von Datenschutzgründen nicht drauf eingehen kann. Man verweiste mich auf Links, man verweiste mich auf bereits getätigte Aussagen. Und interessanterweise postete Academy im Februar einen Instagram-Beitrag auf der Instagram-Seite, wo sie eine einseitige Ernährungsweise und das Ausklammern ganzer Lebensmittelgruppen nicht empfehlen. Ein Wink mit dem Zaunfall oder einer Zufall. Zufall? Ich glaube nicht. Haben ihre eigene Vermutung. Haben wir also den Fall. Vertrau mir, die denken sich, Kelleck, diese Bananenfrau war ausgerechnet bei uns. Ja. Jetzt fuckt uns jeder ab. Mein Gott, nimmt doch einfach das Premium-Paket und holt euch eure Zertifikation. Die Ausbildungsstätte, wo sie ihre Zertifizierung hat ausstellen lassen, sich mehr oder weniger indirekt wie zumindest etwa von Bananen. Der Ernährungsweise distanziert. Und dennoch sagt sie, dass sie ihre Ernährungsweise gut findet, 7 Bananen zum Frühstück intuitives Essen sei und sie auf ihren Körper hören würde. Das, was sie macht... Ey, kann aber auch sein, und ich glaube, ich habe auch die Lösung für uns alle, dass sie gar nicht ein Mensch ist, sondern ein Affe, wenn es hier mit Boah, ich muss jetzt mal Deutsch lernen. Wenn es hier mit Intuition zu tun hat, ja, und sie sagt, ich höre auf mein Bauchgefühl, Bro, welcher Bauch sagt, gib mir 7 Bananen? Lass mal dick verstopfen, Bruder. Lass mal bitte da unten Baustelle machen. Das kann nicht ein Gorilla sein. Das kann nur ein Gorilla sein. Es ist kein intuitives Essen. Es ist falsch, das zu romantisieren. Und wir müssen jetzt mal darüber sprechen. Doch was genau heißt intuitives Essen? Unter intuitivem Essen wird im Prinzip eine Ernährungsform verstanden, bei der man eher auf seinen Körper fühlt und sich nicht an irgendwelche Ernährungsregeln hält, nicht an Diäten hält und Lebensmittel jetzt nicht in gut und böse sozusagen unterteilt, sondern eben das ist, was einem gut bekommt, was dem Körper gut tut. So. Aber das heißt jetzt nicht, das wird oft so interpretiert, ja, ich kann ja alles essen. Also man sollte schon darauf schauen, dass es einem gut geht. Ja, also wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie Fastfood esse, dann wird es mir wahrscheinlich auf Dauer nicht gut gehen. Also das ist dann auch kein intuitives
essen. Bei diesem Konzept der intuitiven Ernährung geht es darum, dass es einem halt eben gut geht. Und das heißt, also gut geht, heißt nicht in dem Sinne, ja, es macht mir Spaß, sondern mein Körper fühlt sich gut an. Also ich habe keine Verdauungsprobleme, ich habe viel Energie und so weiter. Und sowas hat man in der Regel doch, wenn man sich, ja, sag ich mal, halbwegs gesund ernährt. Intuitives Essen ist also nicht gleich, wenn ich Bock auf 7 Bananen habe, dann ist das nicht automatisch gut für den Körper. Johanna hat vermutlich ihre eigene Definition und vermutlich scheint das zu diesem Zeitpunkt für sie zu funktionieren. Und wie sieht deine Verdauung aus? Geh kacken. 1 bis 3 Mal am Tag und fühle mich gut. Sie postet Zeitraffer davon, wie sie mehrere Teller Sushi isst, welche Menge an anderen Lebensmitteln sie zu sich nimmt und wie viele Bananen sie. Aber die schafft doch echt viel zu essen. Voll oft kocht sie so viel, wo ich mir so denke, Alter, das kann doch niemals eine Einzelperson essen. Und die Fett lass weg. Ich denke mir, oh, da weißt du, was ich letztes gesehen habe? Weißt du, das ist Klöße. Hast du das gesehen? Nein, ich habe was Schlimmeres. Klöße, Leute. 1 Kilo Spaghetti. Das habe ich gegessen. Gesehen. Walla, Motherfucker. Meine Mutter wäre stolz auf dich. Ein Kilo. Meine Mutter hat gesagt, guck mal, die isst Teller auf. Guck mal, bei uns, wir nehmen für die ganze Family immer so 1,5 Packungen. Eine Packung Spaghetti reichen wirklich für 3 bis 4 Leute. Ja, ja. Die kann voll viel essen. Also wirklich, deswegen braucht die auch bestimmt Bananen, weil das gut stopft. Und dann habt ihr auch erstmal Pause, weil es auch anstrengend braucht. Ich glaube, man muss 1 Kilo Spaghetti essen. Ja. Ich bestellt hat. Fast schon wie eine Art Witz. Leute, ratet mit, wie viele Bananen die Bananenlady bestellt hat. Die Kritik unter ihren Videos scheint sie nicht zu interessieren. Denn sie geht auf nichts ein. Ich hätte den Schiss meines Lebens, wenn ich mir morgens 7 Bananen reinziehen würde. Auch mal ganz gut den Schiss seines Lebens zu haben, weil dann ist alles das, was man hier drin nicht braucht, mal draußen. Und macht genauso weiter. Und das ist ehrlich gesagt ihr gutes Recht. Denn es ist ihr Kanal und es ist ihre Essensreise. Doch es gibt diverse Menschen, deren Ziel es nicht ist, sie zu haten oder sich über sie lustig zu machen, sondern die sich ernsthaft Sorgen um sie machen. Ja. Doch gibt es Gefahren bei dieser Art von Essverhalten? Und wenn ja, welche? Ich würde sagen, so das Hauptproblem bei so einer Ernährungsform ist tatsächlich nicht, dass es zu wenig Protein enthält, weil bei 10% könnte man sagen, ja, man könnte schon hinkommen, je nachdem natürlich, wie die Ernährung dann genau aussieht. Aber dass es halt extrem fettarm ist. Und Fette, also gesunde Fette, sind extrem wichtig. Wenn man sie komplett verdrängt, ist es auf jeden Fall nicht gut. Einseitige Ernährung erhöht immer das Risiko für diverse Nährstoffdefizite. Also egal in welche Richtung, ob zu viel Protein, zu viel Fett oder zu viele Kohlenhydrate oder halt, wenn ganze Lebensmittelgruppen exkludiert werden, kann es problematisch werden auf Dauer, ja. Wir schauen uns heute Leute, mal an, damals, als ich 16 war, glaube ich, oder so um den Dreh, war ich richtig, 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 richtig dünn, weil ja, ich habe nichts... Das war schon crazy. Das war wirklich, das war crazy, war das zu schon, viel. War weil damals schlimm. War auf der Schule, war es so in, dass man die Lücke zwischen den Beinen hat und so ja, und jetzt, ja. Wo ich erwachsen bin, weiß ich, okay, das ist eher so genetisch veranlagt, ob du die hast oder nicht. Ja. Aber ich hatte sie halt nicht und ich wollte unbedingt diese Lücke haben und dann habe ich so mich runtergehungert, bis ich diese Lücke hatte. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Trend kanntet. Man musste die Beine so zusammen machen, dann musste eine Lücke sein. Ja, Mann. Alter, wie krank ist das? Aber das war ein Trend. Das kam auch immer wieder, dieser Trend. Ja, der war auch vor kurzem erst. Dann habe ich mich so runtergehungert und damals hatte ich auch eine sehr einseitige Ernährung, kann ich niemandem weiterempfehlen. Und dann mich so oft solche einfach nur macht gefallen. Ja. Das ist echt krass, gell? Bruder, wenn man sich so überdenkt. Tschüss, was Kinder machen, gell? Jetzt esse ich so viel Bueno, mein Gott, was kommt als nächstes? Anna an einem Tag so ist. Hi, ich bin Alina, Doktorandin der Medizin und wenn dich Themen rund um Ernährung und Blutzuckerspiegel interessieren, dann folgt mir super gerne. Als Snack gibt es hier wieder eine Banane. Um blutzuckerfreundlich zu agieren, könnte man das Obst im besten Fall mit gesunden Fetten kombinieren. Also kurzfristig würde es natürlich dazu führen, dass der Blutzucker oder dass der Blutzuckerspiegel dann in die Höhe schießen würde. An sich ist das nicht schlimm. Es kommt natürlich darauf an, wie gut die eigene Glukosetoleranz ist. Also Menschen, die jetzt kein Diabetes oder Insulinresistenz oder sowas haben, die können das durchaus vertragen. Und natürlich kommt es auch darauf an, wie genau man Bananen konsumiert, wenn man sie zum Beispiel in einem Shake zu sich nimmt, wo auch etwas Fett, Protein drin ist. Dann wird es auch anders aufgenommen. Guck mal, das ist ja rosa. Du denkst so, boah, geil, so ein geiler Smoothie. Dabei, Leute, das wird, wie gesagt, das schmeckt nur nach Banane. Du hast einfach ein Bananensmoothie, der einfach nur rosa ist. Ich liebe die. Ja, die haben immer im Sommer getrunken. Ja, immer in der Stadt. Ja. Da haben wir so einen Laden und die machen das so lecker. Protein drin ist, dann wird es auch anders aufgenommen. Auf Dauer ist es nur dann problematisch, wenn man durch so viel Obst zu einem Kalorienüberschuss kommt. Also wenn man jetzt so viele Bananen in einem Smoothie verzehren würde, ist es schon möglich.
Und auf Dauer könnte das zu Übergewicht führen. Und Übergewicht kann eben das Risiko für Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 erhöhen. Also es ist jetzt nicht so, dass Obst irgendwie Obst oder viel Obst gleich Diabetes heißt oder Blutzuckerprobleme. Nein, so ist es nicht. Aber auf Dauer, ne, durch diesen ganzen Mechanismen, könnte passieren, ja. Und das sehen die anderen auch so. Sie machen sich Sorgen, sagen, dass die Lebensmittelgruppen ergänzen muss und dass es gefährlich sei, was sie da aufzeige. Doch warum ist es wichtig, diese Art von Ernährungsweise... Aber wenn diese Johanna jetzt Diabetes bekommen sollte, dann war das echt tamm unnötig. Dann war das echt unnötig. Das war das so wegen unnötig, Bananen. Ja, nur weil du jeden Tag 100 Bananen essen wolltest. Wirklich? Guck mal, man muss wirklich sagen, so ist es halt. Hättest du bisschen deinen Bananenkonsum runtergeschraubt, dann hättest du es nicht bekommen. Also ich hoffe, sie hat es nicht, weil das ist echt scheiße. Nee, ich glaube, ich habe erst gestern ein Video gesehen, da hatte sie auch wieder 10 Bananen. Echt? Ja. Crazy, crazy woman. Die zieht durch. Darüber aufzuklären. Den meisten Menschen wird es schon irgendwie klar sein, dass solche einseitigen Ernährungsformen ein bisschen extrem sind. Was man vielleicht bedenken sollte, ist, je nachdem, auf welcher Plattform man unterwegs ist, sind unter anderem viele Teenager dabei, die diesen Leuten folgen. Und da ist es halt schon so, dass sie einerseits vielleicht anfälliger für sowas sind und andererseits befinden sie sich womöglich noch in so sensiblen Lebensphasen, wo halt Wachstum stattfindet, Entwicklung und so weiter. Und da wäre ich halt vorsichtiger. Aber was genau ist denn die Intention von Johanna mit diesen Videos? Genau das habe ich mich gefragt und ich habe ihr geschrieben, ich habe ihr einige Fragen gestellt und sie gebeten um eine Stellungnahme oder im besten Fall ein Interview. Sie hat mir zwar geantwortet, aber es war eher ernüchternd. Sie schreibt, dass sie zurzeit an keinem Interview interessiert sei. Und umso mehr stelle ich mir nach dieser Nachricht die Frage, was ist ihre Intention? Manche vermuten hinter ihren Reels Ernährungssatire. Manche sagen, sie würde trollen. Andere sehen das als pure Unterhaltung an und sind nur da für die Kommentare. Was am Ende dran ist, weiß natürlich nur Johanna. Ihre eigene Ausbildungsstätte rät von einer einseitigen Ernährungsweise ab. Sie sagt, dass es ihr um ihre eigene Ernährungsreise geht, schreibt aber ins Profil, dass sie eine zertifizierte Ernährungsberaterin sei. Aber für mich klingt es professioneller, wenn man hinschreibt, okay, sie ist zertifiziert, sie wird schon irgendwie Ahnung haben, oder? Genau. Und alle Versuche zu erklären, dass diese Ernährungsweise alles andere als sinnvoll ist, werden nicht wahrgenommen oder werden schlichtweg ignoriert. Nein, teilweise wird das Ganze von anderen verurteilt, weil diese sagen, warum mischt ihr euch ein und hackt darauf rum? Wie kann man es wagen, die Essensweise einer Person im Internet, die es selbst veröffentlicht und hunderttausende Klicks kriegt, zu kommentieren. Aber das Ding ist, guck mal, wer hat denn was gegen dieses Gericht gesagt? Gegen dieses Gericht, gegen das? Niemand. Es geht wirklich nur um die Bananen. Ja. Weil du weißt warum? Diese Bananen im Überschuss, das ist eigentlich logisch, dass es nicht so wirklich Sinn macht. Guck mal, wenn du dich hier ausgewogen ernährst, dann ist doch alles schön und gut. Aber lass doch einfach diese Bananen, diese Faxi, lass aber es doch einfach weg. Es sind hauptsächlich nur die Bananen. Ja. Aber auch wenn sie mal was anderes isst, zum Beispiel jetzt bei den Spaghettis oder so, sie hat wirklich 1 Kilo Spaghetti und dann nur mit fertiger Tomatensauce und so. Ja. Und das zieht sie wirklich streng durch. Es ist nie irgendwie was anderes. Ja. Immer voll einseitig. Hm. Bro, stell dir vor, du nimmst keine Fette zu dir, keine Proteine. Weißt du, was ich meine? Das ist doch so fürs Leben. Ist doch voll langweilig, oder? Keine Ahnung. Also auch allgemein so ein bisschen mal andere Geschmäcker, andere Sachen, vielleicht eine andere Kultur, deren Essen annehmen und so. Ja, das, so ist doch, das ist doch the life. For what is the Zunge da? Ich weiß, for only eating hier Bananen. Ich habe wirklich voll Angst um sie. Jedes Mal, wenn ich so reinschaue, denke ich mir so, Alter, weil du bist ja auch noch jung und so, ich hoffe, da passiert nichts. Ja. Aber in diesem Beispiel geht es nicht darum, jemanden fertig zu machen. Oder zu sagen, dass alles falsch sei und zu kritisieren. Nein, es geht um Aufklärung über eine Ernährungsform. Oder den Hinweis darauf, dass der Körper mehr braucht als 7 Bananen und Früchte zum Frühstück. Oder sagen wir eher was anderes. Es geht nicht ums Belehren, es geht um Aufklärung gegenüber anderen Zuschauern, die sich das angucken und denken, oh, okay, vielleicht sollte ich auch einfach mal diese Art von Lebensstil versuchen. Und wenn sich das ganze Internet Sorgen um dich und deine Lebensweise macht, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, mal drüber nachzudenken. Und wie gesagt, es ist vollkommen ihr gutes Recht, nicht darauf einzugehen, nicht auf Kommentare zu reagieren und. Aber was genau ihre Intention ist das mit dieser ist Art von Videos, die ja wirklich... Dieses Eis sieht saftig aus. Da muss ich wirklich Props rausgeben. Leute, ganz kurz. Und. Aber was genau ihre Intention ist... guck mal jetzt, wenn die da reingeht. Wow. Videos, die ja geil. Wirklich crazy, hunderttausende I want von Menschen it. Erreichen pro Reel,
Ich weiß es nicht. Und ich weiß, dass das Thema Ernährung gerade auf Instagram und Co. sehr anstrengend sein kann. Denn von jeder Seite wird hier eine andere Empfehlung gegeben, ein anderes Gericht und eine andere Ernährungsweise. Deshalb habe ich euch die Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung verlinkt, damit ihr euch da informieren könnt. Ich habe euch aber auch Anastasia verlinkt, die, wie gesagt, über Ernährungsmythen aufklärt. Und vielleicht kann euch auch das helfen. Und geil, Leute. Checkt okay. Das unbedingt ab. Leute, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von dieser ganzen Ernährung von der Johanna? Was sagt ihr zu unserer Ernährung? Wir hatten heute eine Pizza von der Pizzeria. Da kann, Leute, guck mal, das ist das Ding. An unserer Ernährung kann man auch bestimmt sehr viel kritisieren, weißt du? Hundertprozentig, ja. Ja, aber das ist... Aber wir sind nicht so nah dran an Diabetes wie sie. Also würde ich sagen, like, kommentieren, abonnieren. Ja, wir sehen uns morgen. Ganz gespannt. Um 20 Uhr. Tschüss.